Herzlich willkommen zu meinem neuesten Unboxing-Video und heute präsentiere ich euch diese coole Sarg-Edition von Dracula von dem aus den Hammer Studios mit Christopher Lee, der erste Dracula, im Original ja auch Horror of Dracula genannt. Und ich habe mir halt diese Special Edition bestellt, weil ich da das Mediabook am schönsten fand. Ich war erst irgendwie so skeptisch mit dieser Box und dann noch, da ist so ein Amulett drin und so. Aber das Mediabook hat mir so genial gefallen. Und ich habe mir gedacht, komm, holst du dir diese Box. Und ja, ich habe schon reingeschaut. Tut mir leid, Leute. Ich habe schon reingeschaut, weil das Paket war sehr beschädigt. Ja, DHL hat jetzt momentan wirklich viel zu tun und so weiter und ist da ein bisschen anscheinend am Hin- und Herwerfen mit den ganzen Paketen, was nicht gerade schön ist, aber ja, kann man ja leider nicht ändern und es ist Gott sei Dank nicht beschädigt. Deswegen habe ich da reingeschaut vorher und ihr seht, es ist ein ganz normaler Karton, hier ist so ein Aufkleber noch drauf, mit praktisch gesehen, was der Inhalt ist. Sau viel, Kinofassung, restaurierte Langfassung. Weltweit sogar länger. In UK gab es ja die Blu-ray neu restauriert mit einer längeren Fassung. Jetzt ist die noch länger. Anolis hat noch mehr rausgeholt aus diesem Material. Genial, Anolis, genial. Ich bin so happy und begeistert. Einen Bildvergleich wird es leider nicht geben. Ich habe von den alten Blu-rays / anderen Mediabooks, da ich die schon längst dann abgestoßen habe, wie ich erfahren habe, dass Anolis peu à peu für Quartal und Quartal diese geilen Dinger rausbringt und ich bin mega happy, Leute, ehrlich wahr. Wir machen das auf, die Information ist bestimmt auch noch auf dem Mediabook drauf. Wir machen das auf und holen dieses abgrundtief geniale Teil hier raus. Den Karton stellen wir hier rüber und ja, da ist sie, diese Art Sargbox. Ja gut, ein Sarg ist ein bisschen anders, ne? Aber es sieht abgrundtief genial. Auf dem Produktbild sieht es für mich nicht schön aus. Aber hier jetzt hier, natürlich ein bisschen, habe ich schon überall Fingerabdrücke drauf. Ist klar, weil ich das schon angeschaut habe. Diese ganzen Art ja, Maserungen von diesem Holz und so. Es sieht echt cool aus. Und dann der Dracula-Schriftzug. Das Licht blendet gerade ein bisschen. Sieht auch richtig cool aus. Jetzt seht ihr das ein bisschen schlechter durch das Licht. Von der Kamera aus sieht es nicht so ganz perfekt aus. Aber es ist genial. Ich finde es richtig, richtig cool. Und ansonsten ist es halt einfach ganz einfach gehalten. Hier sieht man noch die ganzen Maserungen. Und sehr, sehr cool. Und wenn man das Ganze hier, hier ist da so ein kleines Teil. Da kann man das so öffnen. Und dann schaut einen schon Christopher Lee an. Ja! Und innen drin ist dann auch noch das Mediabook. Ich krieg's jetzt nicht raus, ich muss das rauskippen. Komm. So, und das ist alles richtig, richtig geil gemacht. In diesem Rot gehalten, samt weich. Und hier ist so eine Tasche drin. Da kann man dann in dieser Tasche dann wahrscheinlich das Teil da reinmachen. Dieses Medaillon. Und sogar mit so einem Knopf kann man sogar zumachen. Knack. Klack, ne? Also das ist schon richtig cool gemacht, muss ich sagen. Gefällt mir richtig gut. Und ja, auch hier innen ausgefuttert. Sehr, sehr cool. So, das Medaillon habe ich mir noch gar nicht angeschaut, wie das ausschaut. Das ist hier noch in diesem Butterbrotpapier drin, müsste ich fast sagen. Oder Tempopapier fast. So fühlt sich das an. Oh. Okay, hat ein leichtes Gewicht. Sieht das aus? Ja, hat schon etwas Gewicht, diese Kette. Aber ist echt nett gemacht. Fingerabdruckgefährdend, hoch 10, weil es sehr glänzend ist. Da vorne steht Dracula drauf. Hier sieht er mich sogar. Schau dir mal an, ey, wie das spiegelt. Da sieht er mich sogar. Wahnsinn. Und dann kann man halt hier die Kette dann da reinmachen. Ne? Und das ist ja Wahnsinn. Machen wir so gleich mal hier rein. Schwupp, dann ist sie drin. Dann ist sie verstaut. Und kann nichts mehr passieren. Echt cool gemacht. Es ist, keine Ahnung, es ist, ja, ich denke mal, das ist halt so Fake-Gold. Ne? Da ist alles aus Metall und so. Und boah, ist schon cool gemacht, muss ich sagen. Gefällt mir. Das machen wir in den kleinen Karton dann rein. So. Dann kommen wir ja auch eigentlich zum Herzstück dieser Edition. Und zwar das
Mediabook. Ich bin hellauf begeistert. Das Motiv ist grenzgenial geil. Ich liebe dieses Motiv. Es gibt noch zwei weitere Mediabooks. Das ist nur exklusiv in dieser Box drin und ich bin froh, dass ich mir die Box bestellt habe, weil nur da ist dieses Mediabook drin, in dem Motiv. Und es sieht genial aus. Ich finde, das ist das geilste Motiv hier von Dracula. Es ist heftig geil. Das andere, die anderen beiden sehen auch cool aus, aber ich finde hier mit der Farbabstimmung und mit, auch hier wie Christopher Lee ausschauen, alles sehr cool. Sehr cool. Hier hinten haben wir dann ein paar Bildszenen und wenn das schon die Szenen sind von der Blu-ray-Fassung, also wenn das schon Screenshots von dieser Blu-ray-Fassung sind, ist das schon heftig. So, dann lesen wir noch natürlich hinten durch. Wieder Booklet von Dr. Rolf Gießen. Dann haben wir hier Extras. Optionale Restaurationsfassung der British Film Industry, BFI. Audiokommentar mit bla 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 bla. Audiokommentar, Audiokommentar. Dracula Reborn, Making of Dracula, The Demon Lover, Christopher Falling, Christopher Fe Fre Frailing über Dracula. What the fuck? Dracula zensiert, deutsche Kinotrailer, amerikanische Kinotrailer, die Restauration von Dracula. Janie Frey, Lee Stoker, Super 8 Fassung, Werberatschläge, Filmprogramme und Bildergalerien. Hier bekommt man echt ein krasses Programm geboten. Hammergeil. Ey, und jetzt packen wir mal das Mediabook aus, weil das der Buchanteil von diesen Anolis-Scheiben sind auch der Wahnsinn. Jetzt schauen wir mal. Es ist genauso gestaltet wie die anderen, oder? Muss ich gerade mal erstmal vorsichtig abmachen, Leute. Es ist so gestaltet wie die anderen, oder? Fühlt sich gerade etwas nice, oder? Es fühlt sich ein bisschen anders an, aber es ist so gestaltet wie die anderen. Finde ich cool. Wie die ganzen anderen Hammer Mediabooks sind die auch so gestaltet. Oder? Ja, denk schon. Ja, auf jeden Fall. Die Maserung ist auch leichter. Und ich finde das abgrundtief genial, das Cover. Boah. So, dann schauen wir mal rein. Was haben wir denn hier für ein Bildchen? Da schau her. Da, schau her, also ist das der. Die Szene sagt einem gar nichts. Also, wo haben sie denn das ausgegraben, das Bild? Wow, da kommt mir die Disc schon entgegen. Das finde ich gar nicht nett. Boah, die Disc auch. Oh Gott, ey, die sieht auch cool aus. Ah, Nolis, also ihr macht endlich. Also, endlich hat dieser Film eine würdige VÖ bekommen. Wirklich, Leute, eine würdige VÖ. Hier sieht man sogar, wie der überall heißt, in den ganzen anderen Ländern: USA, Horror of Dracula, Frankreich. Ja, Blayla Lilalu, Mexiko, Dracula auch anscheinend und Vampiro dann, ja, leck mir mal. Haben sie die ganzen Titel gemacht und natürlich Cast und so weiter und heftig genial. Wahnsinn. Heftig. Also, es gefällt mir richtig gut. Hier, das andere Motiv ist so gestaltet mit diesem Art Gesicht von Dracula in anderer Farbe. Ich weiß gar nicht, ob das hier irgendwo zu man noch Gesicht bekommt. Kann ich euch gar nicht sagen. Aber es ist hammergenial. Ich muss sagen, jetzt hat dieser Film endlich die würdige VÖ bekommen. Hier, ich glaube, so schaut es dann aus. Genau, so sieht es dann ungefähr aus. Das eine Covermotiv. Es war auch nicht schlecht, weil es ein Originalposter war. Aber ich finde irgendwie das hier geiler. Dieses Motiv sehen wir ja gleich nochmal. Das finde ich saustark, dass sie das genutzt haben. Hier dann gleich. Und hier sehen wir auch noch ein paar Fotos und Text. Und das ist auch ein cooles Motiv. Ey, es ist Wahnsinn. Unglaublich. Wie grenzgenial. Alter, Wahnsinn. Super Booklet, muss ich sagen. Es ist. Endlich hat Dracula eine gescheite VÖ. Ein Bild, wo sie gerade scheinbar gerade beim Drehen oder so waren. Da trinkt sie Kaffee. Oder? Die trinkt da Kaffee. Ist das geil. Genial. Leute. Wahnsinn. Das nenne ich Booklet. Das ist Arbeit. Hier nochmal der Christopher Lee. Und hier ist die Disc. Die sieht ja auch grenzgenial aus. Schön diese ganzen Logos. Studio Hamburg, das ist ja eigentlich auch diese Firma, die auch die ganzen anderen rausgebracht haben. Und Gott sei Dank hat Anolis es geschafft, in Zusammenarbeit mit Studio Hamburg, mit Warner Brothers, endlich eine würdige Fassung rauszubringen. In der Langfassung, sogar in der längsten Fassung überhaupt. Ich bin echt happy.
Und machen wir mal das Mediabook hier wieder rein. Und machen wir mal hier alles wieder zu. So. Und stellen das hier wieder auf. Klack hat's gemacht. So, das war's von mir mit der Vorstellung zu Dracula. Eine richtig, richtig, richtig geile VÖ. Ob jetzt der Mehrpreis wert ist von fast, ja, sagen wir 40 Euro, weil ich glaube 70, 75, was? 40 Euro, weil das Mediabook alleine kostet so zwischen 25 und 30. Ob jetzt der Mehrpreis wert ist, kann ich euch nicht sagen. Da ich eigentlich nicht mehr solche Editionen kaufe, ist es halt nur eine Umverpackung, die eigentlich sehr cool ausschaut. Dann noch die Kette. Und es sieht eigentlich schon recht cool aus. Aber ich wollte unbedingt dieses Mediabook da drin haben und ich finde es Hammer. Hammergeil. Und wer diesen Film auch so gern hat, der sollte sich echt diese VÖ holen, solange sie noch zu haben ist, da das einfach genial ist. Ansonsten, die anderen Mediabooks sind auch top in Ordnung, nur das Cover-Motiv ist halt anders, sonst ist der Inhalt komplett gleich, die Disc, das Booklet, alles ist der Inhalt gleich, nur halt das Cover-Motiv von jeweils die anderen beiden sind verschieden. Gut, ich hoffe, das Video hat euch gefallen, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, bis zum nächsten Mal, macht's gut, ciao!